Oh, oh, es gibt ja doch Piranhas. Jetzt muss ich auf Patrouillen von Piranhas achten. Shit. Wo gibt's das zu atmen? Da vorne. Lara, gib Gas. So, ganz kurz schauen, ob hier vorne noch was versteckt ist. Ja, der Erz. Dafür habe ich gern mein Leben riskiert. Ich meine Laras Leben. Seelicht. Ach, da vorne hätte man hätte bestimmt da unten noch was gefunden. Aber da muss ich, glaube ich, erstmal den Skill freischalten, da ich länger unter Wasser atmen kann. Sonst ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Ah, meine Freunde, die brüllen. Lass das doch. Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Basislager? Hier Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Ich kann noch. Oh Gott. Sie sind hier! Du kriegst mich nicht. Denkst du? Wovor haben die so viel Angst? Dieser Aufhängskill ist schon cool. Obwohl Lara immer noch eine gemeine, gefährliche Killerin ist. Und wahrscheinlich von der Gesellschaft ferngehalten werden sollte. Sehr fern. Wir haben Angst vor King Kong. Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Was war das? Ich habe doch gesagt, das ist der Krüppel aus 300. Verdammt!
ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Gott. Alles okay. Alles gut. Richtig, alles sicher. Guck mal, dein Kollege wurde aufgehangen. Voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wir sind tot. Komisch. Wir sind tot. Alles okay jetzt? Ich sehe sie mal. Es ist vorbei. Du bist sicher. Unwahrscheinlich. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Jagen uns. Es muss eine rationale Erklärung für das alles geben. Da muss ich doch hochkommen. Ich weiß, dass sie da draußen sind. Noch. So. Natürlich kann ich nicht diesen Ort zurückgehen. Beta-Team, Verstärkung ist unterwegs. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir gehören nicht hierher. Alles okay jetzt? Wie viel kann man an so einem Baum hängen? Gott. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Schlamm. Sie sind unterwegs. Es ist fast vorbei. Ich weiß, dass sie da draußen sind. Ich will nichts zum Explodieren bringen. Es muss eine rationale Erklärung für das alles geben. Das ist echt scheiße. Wir müssen sie finden, bevor sie uns finden.
Ich bin eins mit dem Wald. An sich ist es eher, man könnte Rambo so machen. Also Rambo das Spiel. Ankunft in Kürze. Umgedrehter Spieß-Achievement. Hangar in Sicht. Ich will nichts zum Explodieren bringen. 15 Sekunden später werfen Molotow-Cocktail. Ja, er hat sich so angeboten. Ich dachte, es war so von den Game-Designern so geplant an der Stelle. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Achievement unbekannte Position. Kletter auf einen Baum, wenn du verfolgt wirst. Und schon haben wir auch mal einen Sprung gemacht. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Sichert den Bereich, Männer. Was ist denn jetzt los? Wo ist es hin? Linke Seite! Genau! Was sind das für Kreaturen? Pegida. Es muss einen Weg hier raus geben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Habe ich mich gerade mit Öl eingeschmiert? Ja. Geh weg damit. Beziehungsweise mit Benzin eingeschmiert. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Oh nein, ich habe Dokumente übersehen. Nee, tut mir leid, da muss ich nochmal zurück. Sonst bin ich unglücklich. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Obwohl die Stelle da wirklich komisch ist. Wissen ist Macht. Sammle alle Dokumente ein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh nein, ich darf nicht zurück. Ich sehe es doch schon. Das ist irgendwie hier hinter. Da komme ich, glaube ich, gar nicht hin. Naja, dann machen wir einfach erstmal weiter. Muss ich später schauen. Ah, jetzt kommen wir am Grab vorbei. Oh, hier liegen auch Leichen. Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Alles voll. Ich, Jonah, Abby. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez.
Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari. Eine Sackgasse. Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt. Von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Laura, das klingt wie die Legende von den Pistacos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Erstmal ja. Bis ich so ein Pistaco angreift. Ach, das haben wir alles voll. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unglaublich. Nehme ich überdurchschnittlich viel mit oder sammle ich einfach wie ein Profi? Oder der Entwickler gibt mir einfach zu viel. Da gibt es doch diese Herausforderung, Totem zu zerstören. Und ich glaube, ich kann jetzt das Ding da drüben lesen. Yep. Oh, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Was? Dein Quetschur-Dialog ist zu schlecht? Merkwürdig. Wusste ich doch, Federn habe ich nämlich nicht genug. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Unmöglich, hier ist auch alles voll. Ah, eine Herausforderung. Weg ist das Schwein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mein Lieblingssatz des Spiels. Alles voll. Ich kann nichts mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Seilaufstiegswerkzeug erforderlich. Warum macht man in den Gebieten eigentlich Herausforderungen, die man gar nicht ganz abschließen kann? Oder kriege ich das durch die Herausforderung? Das ist keine reine... Keine reine Unterwasser-Herausforderung. Ja, das sieht nach Spaß da unten aus. Oh, ist das diese Höhle, die nach dem
Hier sind die Winde des, ach so, das hat der ja erzählt. Die Winde kommen direkt aus der Hölle. Nicht genug Platz. Möchte ich nicht lieber hoch anstatt runter? Ich glaube, ich bin hier nicht alleine. Ich spekuliere mal, ich muss da lang. Halt dich fest. Ja, Lara. Ich glaube, eigentlich sollte ich sterben an dieser Position und nicht einfach hier unten reinfallen. Aber ich nehme das mal freundlicherweise an. Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern. Und wo kommen überhaupt die ganzen Leichen her? An so einer Stelle, ey. Werden die da rein? Ist das irgendwie der Locus der Hölle? Okay, ich weiß, wo die Leichen herkommen. Upsala. Willst du mich verarschen? Ich bin Großwildjäger, hau ab! Feinde in Lara Croft, ey. In Tomb Raider. Aber nett, dass so viele Pfeile hier rumliegen. Das ist eine reine Kampfherausforderung. Die Ältesten des Dorfes haben uns belogen. Es gibt keine Bestie im Untergrund.
Das Heulen, das wir hören, ist nur der Wind, der durch die kleinen Höhlen weht, die zur Oberfläche führen. Sie haben unsere Angst lange genug benutzt, um uns zu kontrollieren. Sobald ich einen Weg aus diesem infernalischen Schwitzbad finde, werfe ich ihnen ihre Lügen vor die Füße. Ha! Moment. Ach. Käfer. Alles voll. Alles schon voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, stell dir mal vor, du vergisst hier irgendein Dokument oder so. Wotan ist ein uralter Maya-Gott des Krieges. Um diese Sprache zu lernen, dann bist du doch später voll am Arsch. Dann kannst du gar nicht die ganzen Inschriften entziffern. So, wie viel haben wir? 4 Fertigkeitspunkte. Feinde und Raubtiere können durch Warnungen aufgespürt werden. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit dem Überlebensskill. Schalten Sie die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen Sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Ach, atmen. Das Atmen verbessern. Also nicht atmen verbessern, sondern Lara kann jetzt endlich vernünftig atmen wie ein Mensch. Nein, sie kann halt länger die Luft anhalten. So, die will ich haben, weil dafür kriege ich Bonus-EPs bei lautlosen Kills. Oh, und das ist das erste, wo sie wirklich ganz anders aussieht. Also schon ziemlich anders. Ach, Moment. Waffen-Upgrades. Blab, Achievement. Wahrscheinlich mach eine Waffe, beziehungsweise grade eine Waffe komplett auf. So, komm mit, Buschfrau. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hier raus. Okay, da ist der Weg nach draußen. Da kann ich wegen dem Wind nicht sofort hoch. Gucken wir mal, was hier außen rum ist. Ah, hinten hat geblinkt. Ja, schwitzt für mich, Baby. Muss irgendwie den Wind aufhalten.
Nur mache ich das von drin oder von draußen? Hm. Ich könnte doch einfach hier hochhüpfen. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Xolotl war auf jeden Fall ein ganz schöner Witzbold. Für normale Menschen nicht Seile zerschießen? Es sind göttliche Seile. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Vielleicht kann ich das irgendwie löschen. Hallo? Ich kann mich doch verteidigen, kein Problem. Ah, ich glaube, ich wurde gefressen. Ach, guck mal. Da oben ist eine Rolle. Vielleicht kann ich das irgendwie löschen. Okay, daran kann ich ziehen und... Ah, ich bringe das Wild ins Schwingen. Nur wie oft soll ich dran ziehen? Nee, das mit dem Schwingen, das bringt nichts an der Stelle. Ach, da ist noch irgendwas zum Bewegen. Ah, wir können Wind aufmachen. Das ist mein Weg. Danke, Wind. Alles cool. Die Hunde da unten machen ja nichts.
Da war ja was mit Wind. Weil ist Lara ja auch einfach nur risikobereiter, weil sie unendlich Leben hat. Gibt's vor allem gar nichts. Ich muss auf der anderen Seite lang. Ich muss die Blockade zerstören. Da drüben ist eine Blockade. Ich muss das irgendwie zerstören. Mit einem Pfeil? Ich glaube, ich weiß, wo die Kraft herkommt. Ich muss die Blockade zerstören. Ich könnte die Blockade mit dem zweiten Pendel entfernen. Ich weiß. Ich muss die Blockade zerstören. Ja, ja, alles cool. Jetzt labert mich immer wieder voll. Ich will nur die... Wenn du es mir von den Punkten erzählst, aber will ich das mit dem zweiten Pendel, wie soll ich das mit dem zweiten Pendel überhaupt verbinden? Ach so, ich soll das Pendel rüberziehen, damit das beim Zurückschwimmen diese Blockade vernichtet. So, warten, bis es oben ist. Und jetzt. Jetzt das Ding wieder zumachen. Fast geschafft. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Hält ihn in Position. Ja. Aber ich soll sich nicht an den ranhüpfen, oder? Und die verbinden. Weil ich komme da oben doch gar nicht ran. Der Läden lösen.
Und der hinten hat keine. Nee, der hinten hat keine. Muss irgendwie den verbinden mit den. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Aber hier rüber hüpfen werde ich nicht schaffen und übers Ding gehen, sobald die Läden offen sind, geht ja auch nicht. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ja. Kann ich nicht einfach ein Stärke-Upgrade kriegen? Der Wind ist zu stark für mich. Das weiß ich. Ach, er geht da einfach durch. Nee, da kommt man nicht ran. Also nicht so, wie ich das gerade versuche. Ich glaube, ich habe gesehen, was ich machen muss. Muss ich aber erstmal wieder schließen. Ich muss erstmal auf den schwingenden Kolben draufkommen, um den zu verbinden. Also der andere Kolben, da komme ich ja auch nicht hoch. Und hier ist ja kein, keine Seilwinde drauf. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, wo lang ich muss. Und das trotz Markierungen. Ob man nicht sehen kann, wenn man hier steht. Boah, ich fass es nicht. Top Zielfernrohr, ey. So, jetzt aber. Juhu. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Ach so. Setzen wir das andere Pendel in Bewegung. Ich dachte, jetzt falle ich noch runter.
3, 2, 1, rüber mit dir. Übrigens, wenn man den Rätsel-Schwierigkeitsgrad hochstellt, dann fallen diese weißen Markierungen weg. Wie sie hier zum Beispiel in der Wand sind, diese ganz leichten. Auf leicht sind die übrigens nahezu am Leuchten. Dann weißt du immer genau, wo der Weg ist. Aber ich finde, so viel helfen die jetzt gerade auch nicht, weil ich häufig die gar nicht sehen kann. Du hast meine Herausforderung gemeistert, Lara. Gucken wir, wie du mit meiner nächsten Herausforderung klarkommst. Mantel des Hurakan. Wir nehmen weniger Schaden durch Feuer und Explosionen. Oh mein Gott, der Wind heult nicht mehr. Zeit hier zu verschwinden. Lara hat es wieder kaputt gemacht.